Es ist schon verblüffend, wie offen und vor allem selbstsicher die deutschen Synodalbischöfe über ihre Pläne und über ihre Absichten in der Weltsynode in Rom sprechen. Damit meine ich insbesondere Bischof Betzing und Bischof Overbeck. Sie haben dazu sich geäußert in der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und nun auch Bischof Overbeck in einem Interview für katholisch.de. Und es fällt wirklich auf, er gibt sich sehr selbstsicher. Das heißt, man fragt sich unwillkürlich, ob diese Synodalbischöfe nicht schon sehr viele Allianzen geschmiedet haben, ja sogar Geheimabsprachen geschlossen haben, um ihre Agenda in der Weltsynode durchzusetzen. Ihr Ziel ist ganz klar, sie wollen in Deutschland eine Synodalkirche errichten, die den synodalen Weg sozusagen als Richtlinie hat. Ja, haben wir ja schon zigmal besprochen, eine heretische, eine schismatische Kirche. Und wie wollen die das machen? Das erklärt eigentlich sehr deutlich erneut Bischof Overbeck in diesem Interview. Ich lese die wichtigsten Aussagen zu. Der katholisch.de fragt, Papst Franziskus sieht die Weltsynode dezidiert als geistliches Ereignis und trotzdem wurde bei den vergangenen Synoden auch taktiert und haben sich Blöcke gebildet. Das ist ein wichtiges Schlagwort, das Wort Blöcke, das wird immer wieder vorkommen in diesem Interview. Und dann fragt weiterhin katholisch.de, wen sehen Sie denn außerhalb der deutschen Sprachgruppe auf Seite derer, die auch inhaltliche Reformen wünschen und fordern? Das heißt, wer ist sozusagen auf der Seite des deutschen synodalen Weges, ja, und dieser ganzen heretischen Vorstellung? Und da sagt er, ja, ein geistliches Ereignis ist für mich immer auch eine Sache der Politik, im Sinne der Politik. Ja, das ist die Antwort von Bischof Overbeck. Und er sagt weiter, also der Öffentlichkeit. So ist es schon am Anfang gewesen, als das Evangelium erstmal verkündet wurde. Das heißt, da sehen Sie schon eigentlich, mit welcher Haltung er dahin geht. Er will dort Politik machen, in eigener Sache, um seine eigene Agenda durchzusetzen. Und das sagt er sehr deutlich, und zwar im Detail. So bleibt es und so lebt auch die Kirche. Und jetzt wird es sehr konkret. Wir werden daher in vielen Fragen kulturell mit denen beieinander sein. Ja, das ist ja das, was er ja schon mehrmals gesagt hat. Ja, diese Idee, dass sich Kulturblöcke bilden, die sozusagen eine eigene Form der Religiosität und auch des Glaubens entwickeln. Also wir werden in vielen Fragen kulturell bei denen beieinander sein, die selber auch in einer freien Welt leben, in einer freien Welt leben und sich von hier aus völlig neu bewähren müssen. Das heißt, sie sagen, okay, es gibt sozusagen eine freie Welt und da hat natürlich der Glaube gewisse Schwierigkeiten, auf die man eben antworten muss, zum Beispiel eben in der Form des synodalen Weges. Und da sagt er, neu bewähren müssen, im Glauben und auch in ihrer Glaubwürdigkeit. Und dann kommt das ist entscheidend, wir werden kritisch beurteilt werden von anderen Ländern, die noch nicht in solchen Situationen leben wie wir. Das heißt, in Ländern, wo die Freiheit noch nicht so ausgeprägt ist, ja, also wie in Deutschland, ja, oder in Belgien oder in den Niederlanden, also diesen Ländern, wo die Kirche total liberal geworden ist und eben Dinge macht wie der Synodale Weg. Aber wir sind sozusagen, das sagt er hier, wir sind sozusagen die Vorreiter mit unserem Synodalen Weg. Ja, und wir werden kritisch beurteilt von den Ländern, die noch nicht in solchen Situationen wie wir leben. Das heißt, er fühlt sich sowas wie eine Art Prophet. Und der Synodale Weg ist sowas wie eine prophetische Veranstaltung, die den Weg den anderen Ländern weisen wird, die noch auf dem Weg zur Freiheit sind. Also das sehen Sie ja schon eigentlich das Framing, welches Overbeck hat eigentlich. Das heißt, er ist völlig sicher, dass der Synodale Weg die Zukunft der Kirche ist und da ist eigentlich gar keine Diskussion mehr möglich. Nur ist es jetzt die Frage, wie man das jetzt bewerkstelligt, aufgrund der Tatsache, dass viele eben das so nicht wollen. Und so sagt er weiter, und es wird in allen Ländern der Erde aufgeklärte, also Leute, die wissen, was Sache ist, ja, die gebildet sind und so weiter, und vielleicht sogar, so wie wir, postsäkular lebende Menschen geben, die verstehen, um was es uns geht, um die Stärkung des Glaubens und im Leben der Kirche, also um unsere Identität. Das heißt, wer eigentlich den Glauben stärken will, das Leben der Kirche leben will und die katholische Identität bewahren will, der soll doch gefälligst
den synodalen Weg, den deutschen synodalen Weg in ihren Ländern implementiert. Also das ist schon die Haltung, die diese Leute haben. Also das ist wirklich schon verblüffend, wie offen das ist. Also vielleicht lesen Sie das selber. Also das hält man kaum für möglich, dass er sich so äußert. Ja, was werden zum Beispiel die Polen eigentlich denken, wenn sie so etwas hören? Sie sagen, ja, okay, wir leben natürlich in einem unfreien Land, ja, wir sind noch nicht so weit wie ihr, ja, aber ist ja schön, dass wir Nachbarn von euch sind. Deshalb können wir möglicherweise bald diesen synodalen Weg, ja, übernehmen, ja, und implementieren. Und so werden wir den Glauben in Polen stärken. Also das ist schon extrem, wie er das, was er sagt. Aber das sagt er ja tatsächlich. Also das ist schon verblüffend. So, und ich muss hier ein bisschen scrollen und dann sagt er hier nochmal, damit Sie nicht glauben, dass das jetzt ein Ausrutscher war oder sowas, weil er vertieft das Ganze. Dann fragkatholisch.de, man kann den Eindruck bekommen, dass die Kirche in Deutschland und der Vatikan grundverschiedene Vorstellungen davon haben, was Synodalität eigentlich ist. Ja, denn das ist eines der Probleme dieser Synode. Kein Mensch hat eigentlich genau definiert, was Synodalität überhaupt bedeutet und wie sie gelebt werden soll. Und so können, und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie kann sich das bei der Weltsynode in Rom jetzt verbinden lassen? Also das heißt, diese Unterschiede zwischen dem Vatikan und Deutschland. Ja? Und Sie sehen, es ist ihm völlig egal. Er sagt nämlich, wenn wir uns jetzt am Anfang über Haltungen austauschen, unter denen wir dann später Themen verhandeln, werden wir sehen, was uns kulturell, er verbindet, er spricht immer über die Kultur, und zugleich im Glauben verbindet und was uns trennt. Und das ist wirklich interessant. Das heißt, er gibt zu, es gibt Dinge, die uns trennen, sowohl kulturell, ja, es gibt Länder, die eben freier sind, schon aufgeklärter, die Menschen sind, ja, gebildeter und so weiter, ja. Und was uns trennt, auch im Glauben, ja, das ist Erfüllung. Er sagt, ich lese das nochmal vor. Wenn wir uns jetzt am Anfang uns über Haltungen austauschen, unter denen wir dann später Themen verhandeln, werden wir sehen, was uns kulturell und zugleich im Glauben verbindet und was uns trennt. Kulturell und im Glauben. Das heißt, er gibt offen zu, ja, es gibt tatsächlich Dinge im Glauben, die uns trennen. Das heißt, wir haben tatsächlich einen unterschiedlichen Glauben, ja. Okay, und das ist natürlich völlig antikatholisch, denn die katholische Position ist, uns verbindet alle derselbe Glaube. Es kann dann sein, dass Leute in Diktaturen leben, Leute leben in kapitalistischen Ländern, egal. Aber alle haben denselben Glauben. Aber für ihn ist der Glaube sowas wie eine kulturelle Ausprägung und wie ein kulturelles Ereignis. Oder es vermischt sich sozusagen mit dem, was Gott überliefert hat, ja, in seiner Offenbarung. Und das prägt sich irgendwie anders aus. In diese Richtung hat ja auch schon Bischof Betzing gesprochen, neulich auch auf der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Er hat ja nochmal diesen Begriff Zeichen der Zeit benutzt. Er sagt, dass die Kultur eines Landes, ja, wird von Gott benutzt, um sozusagen auszudrücken, was er eigentlich erwartet. Das sind sozusagen die Zeichen der Zeit. Ja, und die muss man deuten. Ja, okay. Und das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Kultur, die sehr stark geprägt ist von Feminismus, von Gender etc. etc. Ja, okay. Und das sind sozusagen Zeichen der Zeit, die müssen wir sozusagen kapieren und dementsprechend auch unsere Religion dem anpassen. Und das ist genau das, was der synodale Weg gemacht hat. Das heißt, die Einführung von Gender, Feminismus etc. etc. in die katholische Kirche. Neulich hat ja der apostolische Nunzius gesagt, dass Gender schlecht sei, das sei eine Ideologie. Ja, auf keinen Fall dürfe man das in der Kirche anwenden. Und man hat ihn gesagt, nein, das stimmt nicht. Das müssen wir als Zeichen der Zeit annehmen und deshalb müssen wir es auch berücksichtigen in unserer Zeit. Und er bekräftigt das wieder. Und das ist nicht nur ein kultureller Unterschied, das trennt uns auch im Glauben. Das sagt Bischof Overbeck hier mit seinen eigenen Worten. Und dann sagt er am Ende, das ist durchaus bereichernd, aber auch herausfordernd und kostet viel Kraft. Das heißt, die wollen sich gar nicht mehr verständigen. Die wissen, dass es gar nicht mehr geht. Die wissen, okay, wir werden diese ganzen Leute, was ich, Afrikaner, Polen etc., die werden wir gar nicht mehr überzeugen wollen. Aber wir haben hier eine schöne Allianz geschmiedet. Ja, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Ja, wir müssen diese Schritte gehen. Ja, und die anderen haben das noch nicht verstanden. Aber eines Tages, wenn sie auch in freien Ländern leben, werden sie das auch verstehen. Ja, aber wir werden hier schon vorangehen. Das ist die Idee von Dynamisierung und Kirche in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also es ist offensichtlich,
Das ist, was die hier planen für Deutschland. Im Grunde genommen eine Zerstückelung der katholischen Kirche, ja, also der Universalkirche, in unterschiedlichen Kulturräumen, mit unterschiedlichen Lehrämtern und mit einem unterschiedlichen Glauben. Und das gibt er auch ganz klar zu. Das ist, was die deutsche Delegation in Rom erreichen will. Er will sowas wie eine, ja, Fake-Legitimation für ihren perfiden Plan, muss man sagen. Denn im Grunde genommen ist es eine Form der Apostasie. Es ist de facto eine Form einer, ja, Gründung einer anderen Kirche, aber sie wollen das unbedingt noch als katholisch bezeichnen, obwohl das natürlich nicht mehr katholisch ist. Wir müssen wirklich sehr viel beten und wir müssen die Leute, wir müssen Alarm schlagen. Wir müssen Leuten sagen, das ist, was hier im Spiel, was jetzt im Spiel steht. Was man hier vorhat, ist wirklich, ja, das Ende der katholischen Kirche oder zumindest in einer umfassenden Art und Weise, das Ende der katholischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank.